Tschüss. Tschüss, bis morgen. Tschüss, bis morgen. Hallo. Hallo. Na. Na. Fahren wir? Mhm. Und letztens kommt da so eine Tonne auf mich zu. Zig Koffer unterm Arm. Was weiß ich, Hut, Schachtel, Kosmetik, Köfferchen, Hund an der Leine. Aber zu geizig, sich einen Träger zu mieten. Und die kommt auf mich zu und flötet los. Also, Herr Stationsversteher, könnten Sie mir das bitte mal zu Wagen 12 hintragen? Herr Stationsversteher? Also, ich zu der gesagt, ja? Gute Frau, jetzt hören Sie mir mal gut zu. Müssen Hunde bei der Bahn eigentlich auch bezahlen? Ja, sicher, halber Preis. Also, gute Frau, jetzt hören Sie mir mal zu. Dann haben die doch eigentlich auch Anspruch auf den Sitzplatz, oder? Wer? Na, die Hunde. Ja, so weit kommt er noch. Prosit. Prost. Du hast ja die Koffer natürlich nicht getragen, ne? Nee. Jetzt erzähl mal was von dir. Da gibt's nicht so viel zu erzählen. Dass ich nächste Woche auf Urlaub gehe, hab ich dir ja gesagt, ne? Ja, aber nicht wohin. Hast du schon gebucht? Ich hab mal was ganz anderes vor. Abenteuerurlaub. So was Ähnliches. Safari. Viel zu teuer. Ist es was mit mir? Tauchen? Kalt. Nordpol. Expedition in das Eis. Eiskalt. Viel zu kalt. Der Bundesmann hat da wohl nichts zu tun, ne? Hm. Nee. Flugreise oder Schiff? Also jetzt fällt mir gar nichts mehr ein. Auto hast du nicht, fliegen nicht. Willst du zu Fuß durch den Stadtwald wandern? So ähnlich. Ich mache eine Radtour, ich fahre mit dem Fahrrad. Das ist doch nichts Besonderes. Findest du nicht? Ja, das machen doch viele neuerdings. Ja, aber nicht durchs Ruhrgebiet, oder? Du, ich möchte gerne mal deine Wohnung sehen. Da gibt's nicht viel zu sehen, die ist ganz klein. Trinkst du gerne Sekt? Aha. Ich stell den schön kalt und wenn wir uns mal wiedersehen, bringst du ihn mit. Nacht. Weißt du eigentlich, wie lange wir uns schon kennen? Ja, eine knappe Woche. Nacht. Nacht. Hallo? Nee, noch nicht. Hab noch genäht. Hm, fand's auch schön. Wie kommst du denn jetzt darauf? Wieso denn? Nee, ich war allein. Du? Nee, ich war wirklich alleine. Mit dem Auto wollte ich nun gerade nicht. Hm? Gut. Du auch. Nacht? Ja? Ich hatte ja ganz schön erwischt, was? Wieso? Was hat denn damit zu tun? Radfahren ist gesund und billig. Du und Radfahren. Ich meine, ich sehe dich schon. Du kannst überhaupt nicht Radfahren. Bist du verrückt? Ich kann nicht Radfahren. Ich bin früher Rennen gefahren. Ist von nichts, was du nicht schon mal gemacht hast, oder? Von wegen, du. Da müsstest du mal mein Rennrad sehen. Da wird aber die Spucke wegbleiben, mein lieber Scholli. Entscheiden. Ich habe überhaupt keine Lust. Am liebsten will ich hier bleiben. Was? Ich habe keine Lust. Guten Abend. Ach, du bist aber früh heute. So früh, nicht früher wie sonst. Ich bin aber noch nicht fertig. Warum
Lisbeth, kannst ruhig schon gehen. Die Ernie kommt ja gleich. Danke. Na, machst du mir ein Bier? Ja, bitteschön. So war das schon wieder keine Lust. Dieser Urlaub, nichts gebucht, da fährt er nun. Der Harald macht Urlaub mit dem Fahrrad. Mamas Traum, mit dem Fahrrad an der Ostsee rum. Der fährt aber durch den Pott. Wie durch den Pott? Den erzähl ich doch gerade, Lisbeth. Der macht ein Rad durch den Ruhrpott. So bekloppt möchte ich auch mal sein. Martina. Ob ich Mitfahrer gefragt? Spinnt ja. So, ich muss jetzt. Was musst du? Ja. Ich habe dir erlaubt. Da musst du jeden Abend mit diesem Kerl herummachen. Um 10 ist er zu Hause. Tschüss. Tschüss. Fahrt doch mit. Ihr wisst doch sowieso nicht, was ihr machen sollt. Auf eine Radtour? Ja. Quer durch den Pott. Ist doch gar nicht so schlecht. Spinnst du? Wieso? Abends kannst du schön anrufen, wo ihr gerade seid. Und schwupp, bin ich da. Alles, was sie ist, ja wohl ein Wunder. Na, Papa, rutsch mal. Au, Mensch. Na? Das ist nah. Was ist denn jetzt mit dieser Radtour? Wieso? Was soll denn damit sein? Mit Harald durch den Pott. Ich finde das nicht schlecht. Ach, seit wann denn? Ehrlich, wir wissen doch sowieso nicht, wo wir hinfahren sollen. Und sparen wollt ihr doch auch. Denk an dein Auto. Ist so ein Wert, ja. Eben. Lass uns doch mal durch die Gegend radeln. Ist bestimmt lustig. Was meinst du, Karls? Ich will jetzt hier gucken. Ja, guck doch. Wie mit euren Ideen. Wieso? Du hast das auch vorgeschlagen. Ich hab nichts vorgeschlagen. Doch, du hast gesagt, dass der Harald... Ich will jetzt dieses scheiß Programm sehen. Verdammt nochmal. Schlecht wär nicht. Karl-Heinz. Ich hab eine große Sehnsucht. Übermorgen um 6 geht es los. Erstmal raus aus Dortmund, dann durch Unterführung, gleich da, wo du wohnst. Und dann ab in Holthauser Bruch. Meine beiden wollen plötzlich auch mit dem Rad in Urlaub. Nur nicht, ne? Hat mich da nicht bekloppt. Ja, das verstehe ich. In deinem Alter will ich das auch nicht mehr. Muss auf die Puppe aufpassen, wa? Also, da haben sie wirklich ein schönes, einfaches Rad, ne? Kostet 280 Mark. Alles komplett dran. Dynamo, Kettenschutz, Satteltäschchen, nicht wahr? Ist der Gummer? Ja, der Mann hat recht, der hat den Blick dafür. Und der hat das schon gesehen, ein schönes Tourensportrad. Dreigang-Nabenschaltung, nicht wahr? Mit Rücktrittbremse. Ist viel zu teuer. Stahlfelge. Du brauchst es einmal, dann steht ein Leben lang. Und diese Synchronfelge. So steht da oben. Kann man noch zum Beats fahren. Ach, warte. Mein Rad hat schon 10 Jahre im Keller. Du bist noch nicht einmal damit zum Beats. Müssen wir auch nicht ruhig sein? Was ist eigentlich los? Willst du diese Tour machen oder nicht? Bitte schön, wie sie mal. Das quatsch doch einmal dagegen. Ich muss nicht fahren. Wiedersehen. Moment. Karl-Heinz? Ja. Aber ein blödes Volk, Mensch, kommt in den Laden, weiß nicht, was sie wollen. Hey, guck dir das an. Der hat sich tatsächlich ein Fahrrad gekauft. Das ist doch gut, Mensch. Dann sehen wir uns übermorgen. Und übermorgen auch. Tschüss. Ich ruf da an, ne? Und du meinst, wir schaffen das alles an einem Tag? Klar. Und wenn nicht, dann bauen wir das Zelt auf und machen was anderes. So was anderes. Oh, Lea. Ich hab mal einen Wagen. Nee, lass das mal. Wir müssen morgen um 5 raus. Außerdem müssen wir auch noch packen. Schon besser so. Ich freue mich schon richtig. Kann schön werden. Mit uns beiden. Im Zelt. Allein. Im Wald.
Die kannst du gleich unten in die Tonne schmeißen, wenn du jetzt gehst. Lass mich doch hier stehen sehen! Was Blödes! Guck dir das an hier! Halb fünf, das fängt ja schon gut an. Los, nur zieh dich erstmal an. Und eine warme Buchse, das sag ich dir. Und nicht diese Winzdinger. Ja, ey. Lisbeth! Schon wieder Käse. Lisbeth! Lisbeth! Was ist? Die sollen das Zeug runterbringen. Ja, ey. Lisbeth! Karl-Heinz? Karl-Heinz! Eins, zwei, drei, sechs. Bestimmen Sie jetzt, wie lange wir schlafen dürfen? Das ist eine Unverschämtheit. Alte Hippe. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Lass das ja drin. Willst du auf dem Rad sitzen wie die Schießbuden? Das brauche ich für die Disco. Wo wir hinfahren, da gibt es keine Disco, Gott sei Dank. Ha, wetten? Das Kleid bleibt hier. Schluss. Ich brauch das aber. Aus, fertig, basta. Sollen wir den Proviant hin tun für unterwegs? Ja, auch irgendwo da rein, Lisbeth. Oh mein Gott, das ist doch alles proppenvoll. Weiß ich auch nicht. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ja, meine Güte, das fängt ja wirklich gut an mit dir. Das fängt gut an. Man kannst du mir mal sagen, was das soll? Ja, willst du etwa alles unterwegs neu kaufen? Aber du hast sie doch wohl nicht alle. Als ob wir unterwegs Kaffee kochen. Du bring da bloß wieder auf, du. Ja, ich du, komm, komm, wir haben keine Zeit, wir haben es eilig. Komm, komm. Ja. Lisbeth, Lisbeth. Ja, noch weiter so rummeckert, da soll er doch allein Urlaub machen. Was, so willst du fahren? Der zieht sich den Trainingsanzug an. Mit den Flatterklamotten auf dem Fahrrad. Der Papa, der wird dir was erzählen. Morgen, Papa. Morgen. Wie weit fahren wir eigentlich heute? Wenn deine Mutter weiter so rumtrödelt bis da vorne. Hör bloß auf, ich zieh an, was mir gefällt. Ja. Wir sprechen uns nach 20 Kilometern wieder. Morgen. Morgen. Dann kann es ja losgehen. Das soll ja einfach nicht unter. Hast du keinen Gepäckträger? Nee.
muss ich was da lassen. Grüß dich. Morgen. Wenn die Frau noch mal alles mitschleppen muss. Halt mal. Das müssen wir auch noch unterkriegen. Die Decke lasse ich da. Ihr macht noch so lange, bis wir sie verpassen. Die warten doch. Ach, die wissen davon nichts. Wieso wissen die nichts? Weil ich sein blödes Gesicht sehen will, wenn er mich sieht. Na, endlich. Komm, beeil dich, Lisbeth. Ja, ja. Also los. Schönen Urlaub. Danke, dir auch. Ist das dein Zelt? Ja. Das ist aber ein bisschen klein, oder? Oh, für uns beide reicht das. Das Tempo halte ich aber nicht durch. Dann fahren wir langsamer. So. Da-da-da-da-di-da. Der Arsch. Ja, wann kommen Sie denn? Ja, wo soll ich denn das wissen? Da müsste längst da sein. Blöd, Mann. Guck mal, die fahren alle zur Arbeit. Wir nicht. Wie viele Gänge hat dein Rad? 10. Meins hat nur 3. Ja, deins ist auch kein Rennrad. Ah, da kommen sie ja. Da ist der Platz, was? Wieso soll er denn Platz sein? Respekt. Wer ist hey, das denn? Bleib doch stehen. Ein Kollege von mir. Was will denn der? Keine Ahnung. Hallo Pfeife, warum wolltest du weiterfahren? Morgen, Stratmann Karl-Heinz. Ines. Lisbeth. Meine Tochter, Mama, meine Ines. Frau. Harald. Umgekehrt natürlich. Hi. Wart ihr auch mit dem Rad? Jetzt hört euch das an. Erst sagt er, fahrt doch mit und dann fragt er, fahrt ihr auch mit dem Rad nach Harald? Das verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ja, du, wir haben doch nichts fest abgemacht oder was? Jetzt redet doch keinen Quatsch. Hier. Yeah. Ich habe alles ausgearbeitet, die ganze Route. Wie viele Kilometer, welche Hotels, welche Uhrzeiten, was man sich so anschauen kann, alles. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Wir haben aber ein Zelt dabei. Finde ich gut. So. Ja, was ist? Wollen wir festwachsen? Los, erstmal raus aus Dortmund. Was stehst du noch da rum und fahr noch, Harald? Nicht da! Da! Wir wollen aber in Holthauser Bruch! Ja, wir doch auch! Aber darum ist kürzer! Ja, dann fahrt ihr doch mal vor! Gut! Also auf geht's, mein Lach! Ein Lied! Hoch auf dem gelben! Hoch auf dem gelben! Warum singt ihr denn nicht mit? Das finde ich ja toll! Auf dem gelben! Du, ich hab den nicht eingeladen. Wieso sagt das da? Vielleicht habe ich das irgendwann mal aus Spaß gesagt. Was ist los? Ja, ja, wir kommen, ja. Fahren wir ein Stückchen mit. Nur ein Stück. Ja. Bist du? Sag mal, Karl-Heinz, wusste der nicht, dass wir mitfahren? Papa wollte ihn überraschen. Ach, Quatsch. Der hat er gefragt, ob ich mit will. Ach, wie das jetzt aussieht. Also gut. Ja, was machst du denn jetzt? Ach, nein. Los, Kacko, wer kümmert, wenn du mit dem Kacko. Hört mal,
Ja, aber das? Wenn ihr lieber alleine wollt, müsst ihr bloß sagen. Nö, du. Jetzt gucken wir erst mal. Bist du wahnsinnig? Ich glaube, ich habe den Herd nicht ausgemacht. Was ist denn los, Lisbeth? Ich glaube, ich habe den Herd nicht ausgemacht. Na, wahrscheinlich ist das ganze Haus schon abgebrannt. Also mach nicht so eine Witze. Ob ich nochmal umfahre? Sag mal, Martina, habe ich den Herd ausgemacht? Ja, sicher, Mensch. Ich habe immer so eine Unruhe unterwegs. Ach, das denkt man dann immer, nachher ist dann doch nichts. Also los, komm weiter. Harald, komm. Wissen Sie, ich fahre sonst immer nur mit dem Rad zum Markt oder mal was einkaufen. Aber so eine längere Radtour. Hoffentlich geht alles gut. Also, dass du mal nicht ohne deine Krachmusik bist. Das ist keine Krachmusik, das ist Show Wally Wally. Ja, Schwabber, die Babi oder Patrick Dingenskirchen, das ist doch alles dasselbe. Aber sie hat sonntags Wunschkonzert. Wir fangen vor aus nach Buko und das soll dann schön sein. Teure Heimat, man sieht die Diese Fragen, immer wissen die alle besser. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, die Tagesklimmzüge einzustellen, Mensch. Sag mal, du hast sie ja wohl nicht mehr alle, wa? Wieso? Ja, haben wir uns vielleicht fest verabredet, oder was? Herrgott, ich streng mich doch nicht auf, dann fahr doch alleine. Dann hab ich ja vielleicht irgendwann mal aus... Ja, ich komm nach. Hab ich vielleicht irgendwann mal aus Spaß gesagt? Dann sag mir demnächst doch nicht aus Spaß. Ich lass mich doch von dir nicht verkackeiern, Mensch. Ja, nun richtig war nicht gleich so auf, das wird ja irgendwie gehen. Jetzt gucken wir erst mal. Wenn nichts ist mir auch scheißegal. Mama, da vorne arbeitet Wolf Rüdiger. Ach ja? Das ist ihr Freund. Die fangen ja heute schon so früh an. Sie wussten nicht, dass wir mitkommen? Nee. Wir wussten ja eben auch erst seit zwei Tagen. Dann macht die nur nichts aus, oder? Das war's immer nicht. Da musst du eigentlich immer meckern. Scheiße! Ja, du siehst zwar aus wie Faust und Kopf, aber ohne Schutzweg ist so eine Sache, nicht? Los, weiter! Oh, das schöne weiße Hemd. Wie hast du das gemacht? Du bist ja wie ein Pfütze rein. Bei dir auch? Ja. Martina?
mal schön picknicken. Picknicken hier? Ja. Lisbeth, es ist 8.20 Uhr. Wir sind gerade 12 Kilometer gefahren. Also wenn das so weitergeht, dann... Wir sind hier in Urlaub und nicht bei der Bundesbahn nach Fahrplan. Ach, leck mich doch an der Tisch. Der ist vielleicht eine Laune heute. Ja, du halt deinen Mund und sei nicht so patzig. Los und fahr mit deinem Flatterkleid. Das geht doch nicht. Und steile Berge und nichts zu essen. Riechen Sie das? Was denn? An die Landschaft, die frische Luft. Was riecht man da richtig? Hm, es riecht. Also als Kinder sind wir immer verschickt worden. Wie verschickt? Ach, kennen Sie das nicht? Kennen Sie das nicht? Nee. Sie sind nicht von hier, nicht? Hört man das nicht? Aus dem Norden. Mhm. Ja, ja. Also von der Schule aus, wer was an den Bronchien hatte oder an der Lunge, im Sommer nach Borkum oder in den Schwarzwald. Entschuldigung. Ja, ich war zweimal mit. Hinterher, da musst du immer einen Aufsatz schreiben. Rückkehr in Industriegebiet von außerhalb der Dunstglocke. Ja und, was haben Sie da geschrieben? Das weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich wieder Hochöfen riechen und leuchten. Oder wieder Strümpfe kaputt gehen. Strümpfe? Haben denn die Strümpfe damit zu tun? Ja, das weißt du doch. Die Strümpfe, die gehen doch hier kaputt, nur so von der Luft. Glaubst du aber selber nicht. Ja, das weißt du doch, die Nylonstrümpfe. Da kriegt man doch Laufmaschen nur von der scharfen Luft. Das ist wie mein ganzes Leben schon hier, aber das habe ich noch nie gehört. Na, wenn die Lunge kaputt geht, brauchen die auch die Strümpfe. Ja, siehst du wohl. Ja. Was ist da nix? Vorfahren, das sagst du einfach. Oh. 30 Minuten Pause. Steht doch Räder am Lehnen verboten. Die lehnen wir hier an und damit fertig. Blödsinn. Currywurst 2,50, Schaschlik 3 Mark, Kotelett 3,50. Ja, dafür schmier ich die Brote. Ich hab Bärenhunger. Ich hab unheimlichen Durst. Na los. Der verdammte Zettel, Mensch. Soweit ist die Nachricht. Hören Sie mal, wenn Sie Kundschaft wollen, dann müssen Sie sich solche Schilder aber verkneifen. Was denn für Schilder? Ja, aber glauben Sie denn, wo wir die Räder hinstellen sollen? Wir können sie auch mit einbringen. Können Sie halt besser finden. Wo ist denn der Geschäftsführer? Worüber regst du dich eigentlich auf? Gut, dann bleiben die Räder da, wo sie sind. Was trinkst du? Orangensaft. Orangensaft und ein Bier. Wir stellen müssen sie schon hier. Wissen Sie, wo ist denn der Zettel? Was denn für ein Zettel? Der Zettel, wo ich die Zahlenkombination für die Schlösser aufgeschrieben habe. Weiß ich doch nicht. Sag mal, wieso haben die keine Schlüssel? Wenn der Schlüssel hätte, bräuchte ich keine Zahlenkombination. Jetzt können wir nicht abschließen. Ich lach mich kaputt. Du hältst den Rand, ja? Mir gerade noch gefehlt, verdammt nochmal. Also wenn ich den Zettel nicht finde, dann kann ich die Schlösser nicht auf und nicht zumachen. Also nun lass mich doch zufrieden mit deinem klösigen Zettel. Also warte doch mal einen Augenblick. Ach, dann geh doch, Mensch. Wie war denn das noch? Ja, mir tut schon alles weh. Habt ihr schon bestellt? Versuch's mal. Ein Saft und eine Currywurst. Wir stellen müssen das schon hier. Also okay. Du trinkst nur Orangensaft, Currywurst? Lass mal. Lass die kommen. Das war doch nicht so albern. Wozu ist sie da? Also kommen Sie jetzt oder nicht? Stellt weg hier. Die macht Wahnsinn. Ein Orangensaft und eine Currywurst. Mit Pommes oder ohne? Mit. Mit Ketchup oder ohne? Mit. Ich würde ja gerne Hähnchen essen. Aber Hähnchen sind in solchen Buden meistens furchtbar. Isst eben keine Hähnchen. Ja, andererseits hätte ich aber Appetit auf. Na gut, dann isst du eben Hähnchen. Bier, doch alt. Zwei aber kalt. Ja. Bestellt wird hier. Wird das mit dem Aufstehen und nichts, Sie haben es doch gehört, oder? Wenn hier jeder so durch den Laden schreit, wie kommen wir da hin? Tut ja auch keiner. Also los, los jetzt. Zwei Bier, zwei Orangensaft und so eine Plastikwurst da. Nee, ist nicht so schlimm. Die Laune ist sowieso schlecht. Kriegen wir jetzt was oder kriegen wir nichts? Kommst du eben morgen, ja? Martina! Komm raus, wir fahren. Hier schätzt man keine Gäste. Ich muss aufhören, ja? Aus mit der Kugel runter. Wirklich, ja, Mist selber. Mistladen. So, leckerer und billiger. Hier ist Leberwurst, da ist Schwattemagen und da ist Käse.
Ja, und hier ist Kaffee drin. Ohne Zucker mache ich nicht. Ja, nimm von meinem, der ist süß. Nicht Martina, das ist Schnaps. Schnaps, oh, zeig mal her. Komm, komm. Nee, komm, du musst noch fahren. Hier, hast du Kaffee und Radies. Ja, Kaffee und Radies, das ist meine Mischung. Wollen Sie auch mal probieren? Das schmeckt lecker. Ines. Ah. Nee, danke, ich mag jetzt nicht. Die Wurst war ein Sonderangebot. 100 Gramm nur 98 Pfennig. Bestimmt Hundefleisch drin. Hört da auf, Mensch, ich kann das doch nicht essen. Oder Rattenfleisch oder Würmer. Oh, hör mal auf, ich putze das schnell in eine Leberwurst. Das ist doch so ein Ding. So Fabriken gibt es Hunderte im Pott. Das ist ein Kraftwerk. Huch, mit Atom und so? Nee, mit Kohle. Gott sei Dank, Martina macht das Gedudel aus. Aber kannst du mir sagen, was du hier willst? Wahrscheinlich will sie auf Yacht gehen. Na, Sanchez oder eine Scheiße. Ach, spar dir doch deine blöden Witze. Ach, spar deine blöden Witze. Was willst du denn hier? Los, du fahrst schon mal vor. Ah, fahr schon mal vor. Ein reines Zumpfgelände hier. Was Bekloppte. Mensch. Ja, fahr mal. Hat sie nach Dortmund verschlagen? Liebe! Hat ihr Harald? Nee! Ja, das hab ich mir schon gedacht. So, und dann machen Sie so? Wie? Ich meine beruflich. Ich arbeite in der Näherei. So ganz schön, oder? Nö, das ist so Fließbandarbeit. Und soll man Manschetten und Kragen und so. Wollen wir auf Lisbeth warten? Ja, klar. Im Akkord. Aha. Verdient man ganz gut. Männer verdienen mehr. Das ist richtig, ja. Ja, da kommt sie ja. Kaum sitzt man da, kommt ein Köter an. Du hättest auch vorhin an der Bude pinkeln können. Man kann aber nicht immer gerade da, wenn man am Klo da ist. Bei uns muss man die Uhr drücken, wenn man mal muss. Ja, da wo ich aushält, da kann man zwischen 12 und 2 keine Minute aufs Klo. Was machen Sie denn? Zukneifen. Ich meine, wo Sie aushält. Ach so, ja. Als Bedienung im Hüttenkieker. Ja, nicht wegen Geld, nein, weil sie Hummeln im Hintern hat. Auch wegen Geld, das reicht doch alles hinten und vorne. Lisbeth. Ach, guck mal, hier im Pott, da kann man so schön wohnen. Ich wohne auch sehr schön. Dein Häuschen, das wäre mein Traum. Ich dachte, das wäre was anderes ein Traum. Ich kenne dich doch. Toll, ne? Ja. Das ist aber eine komische Schleuse. Das ist keine Schleuse, Lisbeth, das ist ein Hebewerk. Das funktioniert nach einem archimedischen Prinzip. Na was? Jeder Körper verliert so viel an Gewicht, wie die von ihm verdrängte Wassermenge wiegt. Flüssigkeitsmenge, Kalle. Ist doch wurscht, ist doch. Auf jeden Fall ist da Wasser drin und kein Bier. Also, Kinder, jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr. Ja, das wusste ich, dass du es nicht begreifst. Von unten im Kiosk, wir müssen auch mal schreiben. Jetzt geht das los. Die Oma macht sich Sorgen, wenn wir so mit dem Rad unterwegs sind. Macht sie auch Sorgen, wenn du den Finger in der Nase bohrst. Man könnte sich den Finger ja brechen. Was daran komisch ist, das möchte ich wissen. Komm, Martina. Und warte, Lisbeth, ich komme ja mit. Ja, Gott. Na? Was, na? Bist du noch sauer? War ich denn sauer? Dann ist es ja gut. Ich meine, du hättest ja schon mal einen Ton sagen können vorher. Ehrenwort. Ich wusste nicht, dass der mitfährt. Glaubst du, ich lade den auch extra ein, wenn wir beide alleine eine Radtour machen wollen? Warum hast du es ihm denn nicht gesagt? Weil er ein Kollege ist, mit dem ich noch lange gut auskommen muss. Und mit mir nicht. Okay. Ab heute Abend an der Leine weiter. Ne? Mark 50, ein Kännchen Kaffee 2,70 Mark. Du kannst doch nicht schon wieder Hunger haben. Ich geh mal darüber. Komm mit. Wo gehst du hin? Darüber. Kennt ihr euch schon lange? Nö, noch nicht. Ist nett? Aha. Viel zu schade für dich.
Das ist schön da. Ihr werdet schon sehen. Also, alles klar. Ist er doch nicht so laut hier mitten an der Straße? Wer müde ist, schläft auch, Lisbeth. Habe ich ein extra Zimmer? Na, so weit kommt das. Ihr nehmt doppelt, ja? Sei doch nicht so neugierig. So. Du, wir wollen weiter. Wir haben ja das Zelt. Ja, siehst du. Oh ja, zelten würde ich auch lieber. Ach so. Ihr wollt jetzt also alleine weiter, ja? Wir gehen euch auf die Nerven. Das nicht, aber wir wollten ja von Anfang an mit dem Zelt. Ja. Wir wollen uns ja nicht aufdrängen, ne? Also tschüss. Würde ja auch nicht, aber... Wenn und aber und aufdrängen und Schluss jetzt. Wiedersehen. Tschüss. Mach's gut. Vielleicht treffen wir uns dann nochmal. Könnt ihr nicht noch hier bleiben? Nö. Martina, komm, pack dein Fahrrad ab, ja? Ich hab Hunger. Los. Schade. Also tschüss dann, ne? Tschüss. Tschüss. So, jetzt können Sie klauen. So ein Scheißurlaub. Zu Hause muss ich auch nicht mit euch in einem Zimmer schlafen. Meinst du, mir passt das? Aber ich bin kein Krösus, das habe ich schon tausendmal gesagt. Jetzt lass endlich die Anstellerei. Papa schnarcht. Ich muss es doch auch ertragen. Dann kannst du doch mal für eine Nacht aushalten. Man muss mich also ertragen. So weit sind wir schon. Ich kann die anderen auch verstehen, dass sie alleine sein wollen. Bei eurem Gezank andauern. So. Ja. Was ist denn die Mittelstange? Sag mal, wo sind die Heringe? Im Sack. Na, eben nicht. Was? Sind nicht da. Das gibt es doch nicht. So. Hast du die ins Gras gelegt? Scheiße. Tut mir leid, wir haben nur noch ein Einzelzimmer. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Dann nehmen wir das Einzel. Ja. Geht das? Es geht ja, ne? Schön schmal, das Bett, ne? Werde ich wohl im Schlafsack schlafen müssen, ne? Wieso? Du hast ja ein bisschen schmal, das Bett. Was sind denn das für Nummern? Da ist er ja. Wer? Ja, der verdammte Zettel, den ich den ganzen Tag gesucht habe. Das Fenster auf, ist in der Luft hier drin. Karl-Heinz! Was ist? Ja, hier, komm, jetzt kannst du dir Rede mit der Bahn machen. Hör auf mit dem Quatsch, Mensch! Geh rein, hier wohnen auch Gäste. Was Blödes, weißt du?